So, Freunde, wir haben ein 279er Platoon mit einem anderen Typen. Und es ist die Map, wo die Leute jedes Mal falsch fahren. Nämlich brauchst du hier die Burg zuerst, damit du das Spiel gewinnen kannst. Aber wie wir sehen, fährt unser 279er mit seinem Zugpartner komplett in die falsche Richtung. Ja, wie wir sehen, haben wir auch auf dieser Seite der Map viel zu wenig Panzer, was natürlich unweigerlich zu einer Map-Control-Verlust für uns bedeutet. Wir haben tatsächlich keine Map Control hier in der Mitte. Zu viele Basecamper und zu viele Leute, die in die falsche Richtung gefahren sind. Leider weiß mein 279er nicht, dass man diese Map hier gewinnt und nicht dort drüben. Ja, jetzt hauen die anderen auch noch ab und dann haben wir hier gar nichts mehr. Und siehe da, es sind schon drei Panzer in meinem Team futsch. Sehr, 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 sehr schlechtes Gameplay. Vier zu null, meine Damen und Herren. Ja, Attrappen 279er versteht die Map-Control-Geschichte nicht. Der Attrappen 279er fährt komplett in die falsche Richtung. Mit seinem Zugpartner und etlichen anderen Panzern haben wir jetzt wegen diesen Kollegen das Spiel abgegeben an den Gegner. Ja, und auf dieser Map, wenn du die Map Control hier auf der rechten Seite abgibst, hast du keine Chance, ne? Wie man sieht, eine Hardcore Niederlage. Schalalalala. Oh, werde ich erstmal von der eigenen Grille hier durch die Gegend geschoben. Ja, schieb mir deine Kanone ins Gesicht. Nervensäge. Ja, haushohe Niederlage, trotz dass wir einen 279er hatten.
Ja. Oh, ich habe noch die Badget mitgenommen. Ah, habe ich am Ende dann doch noch zwei Kills gemacht. Ja, schade, ne? Unser 279er fährt einen OP-Panzer, weiß aber nicht, dass die Schlüsselposition auf der Einserlinie in der Burg liegt und nicht da drüben bei dem Heißluftballon, was abgestürzt ist, ne? Und so kommt's, wie es kommen muss. Ja. Ich bin auf Platz 3 mit den XP. Ja, der Kollege mit seinem 452K-Kollegen wussten leider nicht, wo die Schlüsselposition ist und sind beide komplett in die falsche Richtung gefahren, ne? Ich sag ja schon seit Jahren, auf Redshire sollte man bitte auf die 1er Linie Richtung Burg und nicht auf die 0er Linie, ne? Schade Schokolade.